Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zum Sozialschutzpaket 2, was heute im Kabinett beschlossen wurde. Herr Minister. Meine Damen und Herren, das Coronavirus stellt Deutschland vor riesige Herausforderungen. Wir haben gesundheitliche Folgen, aber wir haben auch heftige wirtschaftspolitische Folgen. Unser Ziel ist klar. Erstens, wir wollen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem die Situation bewältigt. Und zweitens, wir wollen die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie abfedern. Dabei ist uns sehr bewusst, dass wir mittlerweile mit der größten Wirtschaftskrise in der Geschichte unseres Landes zu kämpfen haben. Es ist keine rein deutsche Krise, es betrifft die gesamte Weltwirtschaft. Wir unterstützen Unternehmen und Beschäftigte in Deutschland mit Wirtschaftshilfen und mit den veränderten Regeln zur Kurzarbeit. Ich kann auch sagen, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und, glaube ich, in der Relation gesetzt mit guten Instrumenten. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind in den letzten 4 Wochen 26 Millionen Arbeitsplätze verschwunden. Wir sichern mit der Kurzarbeit in Deutschland Millionen von Arbeitsplätzen. Das Bundeskabinett hat heute ein erweitertes Sozialschutzpaket, das Sozialschutzpaket 2, beschlossen. Wir wollen nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern wir wollen gleichzeitig dafür sorgen, dass die Menschen, die sehr lange in Kurzarbeit sind, vor unzumutbaren Lohneinbußen geschützt werden. Wirtschafts- und Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren, sind in rauer See, aber wir halten klaren Kurs. Wir unterstützen die Menschen, die in Kurzarbeit starke Einkommensverluste haben, damit sie eben nicht ins Bodenlose fallen. Wir erhöhen das Kurzarbeitergeld für Menschen, die länger in Kurzarbeit sind. Das ist das Herzstück dieses Sozialschutzpakets 2. Bisher beträgt das Kurzarbeitergeld 60% des ausgefallenen Nettogehalts in einem Haushalt ohne Kind und 67% mit Kind. Das ist eine große Hilfe, weil, wie gesagt, erst einmal Arbeitsplätze gesichert werden. Aber wer lange in Kurzarbeit ist, verdient dauerhaft weniger. Das trifft zum einen Geringverdiener, die sehr schnell darauf angewiesen sind, sich ergänzende Grundsicherung vom Amt zu holen. Aber auch Normalverdiener müssen sich strecken. Schließlich gehen ihre laufenden Kosten, zum Beispiel für Mieten oder für Kredite, nicht in Kurzarbeit. Wir erhöhen deshalb mit dem Kabinettsbeschluss von heute das Kurzarbeitergeld für alle, die mit 50% ihrer Arbeitszeit oder weniger in Kurzarbeit sind, auf 70 bzw. 77% ab dem 4. Monat in Kurzarbeit und ab dann 80 bzw. 87% ab dem 7. Monat. Um es an einer Beispielrechnung deutlich zu machen, nehmen wir eine Familie mit Kind. Die Mutter arbeitet vor der Krise Vollzeit, der Vater Teilzeit. Das normale Familieneinkommen beträgt netto 4.100 Euro im Monat. Wegen Corona gehen jetzt beide in volle Kurzarbeit. Nach der bisherigen Regel bekommen die beiden dann 67% ihres weggefallenen Nettos. Also nicht mehr 4.100, sondern bisher 2.700 Euro. Nach der jetzt getroffenen Regel für das Kurzarbeitergeld bekommen sie nach 6 Monaten nun 87%. Das sind immerhin 3.500 Euro. Die Lücke also, meine Damen und Herren, wird spürbar kleiner und wir hoffen, damit einen Beitrag zu leisten, dieser Familie und anderen Sorgen um ihren Lebensstandard nehmen zu können. Aktuell haben auch eine Reihe von Unternehmen das Kurzarbeitergeld ihrer Beschäftigten von sich aus aufgestockt. Mein Appell an die Arbeitgeber ist nach wie vor, wo immer es geht, diesem Beispiel auch zu folgen. Gleichzeitig wissen wir, es wird Unternehmen geben, die das nicht stemmen können. In diesen Fällen sichern wir mit den neuen Regelungen die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab. Um es klar zu sagen, Kurzarbeitergeld ist kein Geschenk, es ist eine Versicherungsleistung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmen, Beiträge in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Und es zeigt sich, dass es richtig war, dass wir in guten Zeiten Rücklagen gebildet haben, um genau für diese Fälle tatsächlich auch Kurzarbeit leisten zu können. Lassen Sie mich eine Bemerkung machen, auch zur Frage der Kosten. Es ist tatsächlich so, dass die Aufwendungen
für die Millionen von Menschen, die wahrscheinlich jetzt in Kurzarbeit sind, immens sind. Man kann auch sagen, Kurzarbeit ist teuer, aber Arbeitslosigkeit wäre für unsere Gesellschaft sehr viel mehr teurer. Die Kostensteigerungen, die sich jetzt ergeben sich zum einen aus der Vielzahl von Menschen, die in Kurzarbeit sind, und zum zweiten daraus, dass wir recht frühzeitig in der Koalition beschlossen haben, 100% der Sozialversicherungsbeiträge für die Unternehmen zu schultern aus der Kurzarbeit. Insofern ist die jetzt tatsächlich getroffene Entscheidung in der Relation nicht der teuerste Posten. Meine Damen und Herren, in diesem Sozialschutzpaket gibt es weitere Maßnahmen. Neben der Erhöhung des Kurzarbeitergeldes vor allen Dingen die Verlängerung des Arbeitslosengeldes um 3 Monate. Das ist eine große Erleichterung für diejenigen, deren Anspruch in der Zeit von Mai bis Dezember 2020 sonst auslaufen würde. Und das ist auch nur fair, denn im Moment ist es für viele Menschen, die im Arbeitslosengeld 1 sind, im Gegensatz zur Situation von vor einigen Monaten, unglaublich schwer, eine neue Stelle zu finden. Und man muss auch sagen, dass in der Bundesagentur für Arbeit angesichts der Umsetzung von Kurzarbeit im Moment in vielerlei Hinsicht nicht in Arbeit vermittelt wird, sondern Menschen in Arbeit gehalten werden. Deshalb erhöhen wir die Schutzwirkung der Arbeitslosenversicherung um 3 Monate. Das wird auch Geld kosten, ungefähr 1,95 Milliarden Euro. Wir rechnen damit, dass ungefähr 380.000 Bezieher des Arbeitslosengeldes I davon profitieren, weil sie eben nicht in die Grundsicherung kommen. Der dritte Punkt, den wir vereinbart haben in der Koalition, der mit dem heutigen Sozialschutzpaket der Bundesregierung umgesetzt wird, betrifft veränderte Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Kurzarbeit für alle Berufe. Wenn das Gesetz in Kraft ist, können Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter ihr Einkommen mit Nebentätigkeiten aufbessern, und zwar bis zur Höhe des bisherigen Monatseinkommens, um auch Einbußen zu vermeiden. Das war bisher nur in systemrelevanten Bereichen möglich. Wir öffnen das für alle Berufe. Und wir stärken Familien mit geringem Einkommen. Kinder sowie Schülerinnen und Schüler können auch dann aus dem Bildungspaket unterstützt werden, wenn sie ihr Mittagessen nicht gemeinschaftlich einnehmen. Wir haben ja im Moment sehr viel Schul- und Kitaschließungen nach wie vor. Das führt dazu, dass Kinder, deren Eltern bisher die Möglichkeit hatten, kostenloses Mittagessen zu bekommen in den Schulen, Kitas und Tagespflegeeinrichtungen, und die das jetzt nicht können, weil Schulen geschlossen sind, zukünftig auch in die Unterstützung kommen können. Konkret gibt es Beispiele von Kommunen, die inzwischen Lieferservice organisieren oder Abhol- und Bringdienste. In Potsdam beispielsweise, wir erlauben den Kommunen mit dieser gesetzgeberischen Klarstellung, dass hilfsbedürftige Kinder dieses Essen bekommen können und dass die Kosten darüber auch beim Bund vollständig über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet werden können. Meine Damen und Herren, mir ist wichtig, dass wir in dieser Zeit den Bürgerinnen und Bürgern eine klare Orientierung geben. Wir haben Gott sei Dank eine starke Gesellschaft, eine starke Wirtschaft und auch einen starken Sozialstaat. Wir sind einer Krise ausgesetzt von nie gekanntem Ausmaß, aber wir sind ihr nicht wehrlos ausgeliefert. Wir haben die Möglichkeiten und die Chancen, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen und auch soziale Folgen dieses großen Ereignisses, dieser großen Wirtschaftskrise abzufedern. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Erste Frage hat Herr Hansen, bitte. Herr Hansen, Sie haben es eben erwähnt, die Bundesagentur für Arbeit wird morgen genauere Zahlen veröffentlichen. Ich rechne damit, dass wir eine Steigerung der Arbeitslosigkeit auch haben. Vorhin gesagt, wir können nicht für jeden Arbeitsplatz garantieren, aber wir sichern Millionen von Arbeitsplätzen. Wir kennen bisher nur die Anmeldung von Unternehmen für Kurzarbeit, die liegt über 700.000. Und ich rechne damit, dass wir morgen klarere Zahlen haben. Ich rechne aber auch damit, dass wir jetzt schon im März und im April weit mehr Menschen in Kurzarbeit haben als damals in der Finanzkrise 2008-2009.
Das waren damals in der Spitze, glaube ich, 1,3 Millionen. Ich rechne damit, dass es durchaus mehrere Millionen Menschen sein werden. Genaueres aber morgen aus Nürnberg. Zweite Frage bitte für den Kollegen hier vorne. Stefan Stucki von der ARD. Herr Minister, was sagen Sie denn zur Kritik des Kinderschutzbundes an dem Teilhabepaket? Die sagen, Sie bauen hier gerade ein bürokratisches Monstrum auf, was dazu führen wird, dass es die niedrigste Inanspruchnahme geben wird, die es ohnehin beim Bildungs- und Teilhabepaket gegeben hätte. Sie hätten direkte Hilfen an die Familien aufstocken sollen. Ich kann diese Kritik nicht nachvollziehen, denn zum einen gibt es direkte Hilfen, die wir beschlossen haben, zum Beispiel mit den veränderten Regeln zum Kinderzuschlag, die wir vor einigen Wochen beschlossen haben. Und im Gegenteil, wir entbürokratisieren das Bildungs- und Teilhabepaket. Es geht ja jetzt um ganz praktische Hilfen, weil beispielsweise an dieser Stelle Kommunen dazu übergegangen sind, Mittagessen anders zu organisieren. Ich habe mir das in Potsdam angeschaut. Dort hat die Sozialdezernentin mit Wohlfahrtsverbänden dafür gesorgt, dass in der Zeit von Schul- und Kitaschließungen bedürftige Kinder das auch nach Hause bekommen können. Und dann stand die Kommune vor der Frage, kann das abgerechnet werden beim Bund? Weil im Gesetz steht gemeinschaftliches Mittagessen. Ist in solchen Zeiten das möglich? Nein. Deshalb ist es eine Entbürokratisierung. Außerdem haben wir einen Weg gefunden, auch die Bildungsteilhabe, nicht über das Bildungs- und Teilhabepaket, sondern über das, was der Koalitionsausschuss beschlossen hat, im Bereich der digitalen Bildung zu unterstützen, mit den 500 Millionen zusätzlich, die über eine Ergänzung des Digitalpakts jetzt mit den Ländern umgesetzt werden, damit bedürftige Kinder nicht von der Teilhabe auch von Bildungschancen ausgeschlossen werden. Die haben es ja ohnehin schwer. Insofern kann ich das nicht als bürokratisches Monstrum werten. Wir haben die Notwendigkeit, im Verlauf der Krise besonders die Situation von Kindern und Jugendlichen und benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Blick zu haben. Ich kann nur sagen, dass wir eine ganze Menge schon auf den Weg gebracht haben. Das ist ein weiterer Schritt. Ich will nicht ausschließen, dass im Verlauf dieser Krise auch noch weitere Maßnahmen zur Unterstützung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen notwendig sein werden. Der Kollege hier vorne, bitte. Simon Sachs von der DPA. Herr Minister, Frau Glöckner, Herr Altmaier und Herr Seehofer wollen die Zuverdienstmöglichkeiten beim Kurzarbeitergeld, vor allem für die Landwirtschaft, befristet verbessern. Können Sie sich vorstellen, das im parlamentarischen Verfahren aufzugreifen? Also zum einen haben wir sie gerade verändert. Wir haben mit dem letzten Sozialschutzpaket erstmal die Möglichkeit geschaffen, hinzuzuverdienen in systemrelevanten Berufen bis zur Höhe des Einkommens, das bisher sozusagen man vorher hatte, um das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Und wir machen jetzt einen weiteren Schritt, indem wir sagen, der Begriff Systemrelevanz spielt keine Rolle, man kann in jedem Beruf was dazu verdienen. Das ist die Beschlusslage des Koalitionsausschusses. Und ich fühle mich daran gehalten, was der Koalitionsausschuss insgesamt zu diesem Sozialschutzpaket mit auf Weg gegeben hat, beim Kurzarbeitergeld, beim Hinzuverdienst und auch bei der Verlängerung des Arbeitslosengeldes und auch der digitalen Bildung. Alle anderen Fragen sind immer in dem Verfahren zu besprechen und da wird es viele geben, die noch weitere Wünsche haben. Das muss man dann im Parlament verhandeln. Eine weitere Frage von den Kollegen hier vorne, bitte. Also wir haben bereits personell aufgestockt und umgeschichtet. Ich war am Montag in der Regionaldirektion in Niedersachsen, hatte auch eine Schalte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Arbeitsagenturen und aus Jobcentern, die wirklich jetzt einen unglaublichen Job gemacht haben und aktuell auch noch machen. Die Bundesagentur hat den Einsatz ihres Personals für Abwicklung von Kurzarbeit in den letzten Wochen vervierzehnfacht, indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen weitergebildet wurden, Kurzarbeit, Anmeldungen und auch Auszahlungen machen zu können. Wir haben aus weiteren Behörden tatsächlich auch Personal zugeordnet, damit die Hilfen auch fließen können. Das ist im jetzigen Zustand gewährleistet. Die Bearbeitungszeit für die Annahme ist sehr, sehr kurz und für die Auszahlungen, die jetzt sukzessive auch stattfinden, auch. Und das müssen wir dauerhaft auch durchhalten. Mit dem Sozialschutzpaket ergibt sich ein gewisser zusätzlicher Aufwand für die Bundesagentur für Arbeit. Darüber sind wir mit der Bundesagentur in Gesprächen, aber erst zeitversetzt, weil ja erst nach 4 Monaten bzw. nach 7 Monaten diese neuen Regeln dann auch greifen. Trotzdem ist ein gewisser Mehraufwand, der der Tatsache geschuldet ist, dass die Koalitionsspitzen sich auf diese Lösung verständigt haben.
die ich aber umsetze. Und so wie ich die Bundesagentur kenne, wird sie das auch schaffen und umsetzen, auch wenn es ein gewisser Mehraufwand ist. Herr Hansen hat noch eine Frage, bitte. Wenn Sie erlauben, noch ein anderes Thema, das heute auch die Ministerkommission getagt. Können Sie vielleicht einmal eine Vorausschau geben, wann Sie mit einer Empfehlung der Ministerkommission für die Anhebung der Mindestlöhne im nächsten Jahr rechnen und ob Sie sich vorstellen könnten, die Anhebung nicht an den Tariflöhnen von dem letzten Jahr anzupassen, sondern mit Rücksichtigung auf die Krise zu sagen, die Anhebung müsste jetzt geringer ausfallen. Hansen, ich kann darüber nicht spekulieren. Die Mindestlohnkommission ist eine unabhängige, wie Sie wissen. Wir betreuen das als Geschäftsstelle hier im Haus. Aber ich bin nicht Verhandlungspartner nach der jetzigen Gesetzeslage. Nur so viel, und das ist der Bezug zum Sozialschutzpaket. Im Sozialschutzpaket ist geregelt, dass im Zweifelsfall die Mindestlohnkommission auch per Video Beschlüsse fassen kann. Herr Fried, noch mal bitte. Ja, herzlichen Dank, Herr Fried. Es ist tatsächlich so, dass es den Wunsch der deutschen Fußballliga gibt, mit Geisterspielen, wie das genannt wird, wieder in den Betrieb zu kommen. Am Ende entscheiden wir das nicht als Arbeitsministerium, sondern es liegt in der Hand der Ministerpräsidenten, der Sportminister und der zuständigen Stellen, auch vor Ort. Wir sind vom Gesundheitsminister um eine Stellungnahme gebeten worden zu den arbeitsschutzrechtlichen Fragen. Weil Spielerinnen und Spieler, so sie Profis sind und auch Mitarbeiter von Vereinen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Wir haben uns daraufhin das Konzept der DFL angeguckt und haben in recht konstruktiven Gesprächen auch Veränderungen jetzt miteinander vereinbart, zu der die DFL bereit ist. Deshalb kann ich für diesen einen Teil sagen, dass das, was da gemacht wurde und an Konzepten entwickelt ist, inzwischen aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nicht mehr problematisch ist. Sondern es sind Wege gefunden worden, Risiken zu minimieren, Arbeitsschutz auch einzuhalten. Die politische Entscheidung, die noch andere Gesichtspunkte beinhaltet, die müssen jetzt andere treffen. Das war unser Auftrag, diese Stellungnahme abzugeben und im Gespräch mit der DFL das zu vereinbaren. Ganz grundsätzlich ist es so, dass arbeitsschutzrechtliche Standards ja gelten. Die haben wir in der vergangenen Woche kommuniziert. Das sind Grundregeln. Und es gibt auch andere Bereiche, in denen Abstand nicht gewährleistet sein kann. In diesem Fall sind andere Maßnahmen zu ergreifen. Und diese anderen Maßnahmen sind spezifiziert dann für die jeweilige Branche dann auszuarbeiten im Sinne einer Gefährdungsbeurteilung. Das hat auch in diesem Fall stattgefunden, aber das gilt auch für ganz andere Bereiche. Also es gibt da keine Sonderrechte des Arbeitsschutzes, sondern es gelten die Grundregeln und es gelten für die jeweiligen Bereiche des Arbeitslebens spezifische Empfehlungen und Verantwortung auch der Arbeitgeber. Das ist unser Part. Ich werde diese Debatte, die ja hoch polarisiert ist, nicht über den Kompetenzbereich meines Ministeriums hinaus bewerten. Ich weiß, dass es zum Thema Liga sehr unterschiedliche Aspekte gibt grundsätzlich. Es gibt viele Fans, die sich einen Wiederanpfiff wünschen, nach dem Motto, in solchen Zeiten würde das auch erbaulich sein. Und ich kann das persönlich auch verstehen. Es gibt andere, die sagen, wie ist das in der Relation zu anderen beschränkenden Maßnahmen, zu anderen Sportarten oder zur Tatsache, dass Kitas geschlossen sind. Wir hatten lediglich zu beurteilen, wie das mit dem Arbeitsschutz ist. Das haben wir getan. Das waren sehr intensive Gespräche und es hat, wie gesagt, auch zu Veränderungen geführt. Ich kann mich erinnern, dass es am Wochenende ja durch irgendwelche Papiere noch karikiert wurde. Natürlich wird es keine Spiele mit Maske geben können. Das ist sportlerisch, wer sich ein bisschen auskennt, nicht darstellbar. Aber es sind in Bezug auf zum Beispiel Quarantänemaßnahmen andere Dinge ergriffen worden. Die haben wir gemeinsam erarbeitet. Aber sonst werde ich mich an dieser Debatte nicht beteiligen. Das müssen jetzt die klären, die politisch das auch in ihrer Amtsverantwortung haben, im Sinne von Verhältnismäßigkeit. Herr Hansen, bitte. Wenn Sie erlauben, würde ich Sie ungern so einfach davonkommen lassen. Denn Sie haben ja, treffen ja viele Maßnahmen der Bundesregierung, mit denen Sie anderen Menschen die Ausübung ihrer Tätigkeit verbieten, aber nicht mehr ermöglichen. Wenn jetzt für Profikicker die Abstandsregelung und der Aussiedlung der allgemeingültigen Regeln eben doch möglich gemacht werden könnte, dass Sie Ihre Beschäftigung nachgehen sollen. Das heißt,
Ja, aber wir sind im Rahmen einer fachlichen Beurteilung gefragt worden, wie wir die Arbeitsschutzstandards dieses Konzepts sehen. Die sind verschärft worden, auch gegenüber dem ursprünglichen Konzept. Und die ist nach Prüfung der Fachleute meines Ministeriums aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht, aus unserer Sicht akzeptabel. Ich lege nochmal Wert darauf, dass es Grundstandards gibt, die wir zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften mit der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung entwickelt haben, dass diese Expertinnen und Experten noch einbezogen werden zur Spezifizierung von ganz anderen Wirtschaftsbereichen. Und Herr Hansen, das darf man ja nicht vergessen. Trotz Krise war die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den letzten Wochen immer in Arbeit, am Arbeitsplatz. Wir schätzen über 50%. Es war nicht so, dass alles lahmgelegt wurde. Es gab einen großen Teil von Menschen, die im Homeoffice tätig waren und sind. Und ein Punkt der 10 Punkte ist, wo immer es geht, nach wie vor diese Möglichkeit auch zu nutzen, unabhängig von der Debatte, wie wir langfristig damit umgehen, ist das ein Aufruf, um Kontakte zu unterbrechen. Und das kann natürlich in einem Fußballspiel beispielsweise und in vielen anderen Berufen auch nicht ausgeübt werden aus dem Homeoffice, aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt in vielen Bereichen deshalb die Notwendigkeit, die Grundregeln zu spezifizieren. Es gilt in anderen Bereichen, das haben Sie erlebt, wo Kontaktunterbrechung mit 1,5 Meter Abstand auch nicht möglich ist, zum Beispiel das Thema der Mund-Nase-Masken. Es gibt also spezifische Notwendigkeiten für verschiedene Branchen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und die Berufsgenossenschaft beraten Unternehmen in dieser Beziehung und legen dann entsprechende Standards für spezifische Beispiele auch miteinander fest. Und das ist in diesem Fall auch fachlich passiert, nicht politisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Genau, schönen Tag.